Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, der Schrauber 2000 und willkommen zurück zu Amnesia. Ich hoffe doch, dass dieses Mal das Mikrofon drin ist. Denn das ist der Grund, wieso ich ungefähr 3 Stunden Aufnahme löschen musste. Ich weiß, wie es weitergeht, keine Angst. Also, wir nehmen zuerst das Buch mit. Gehen hier drüber. Wichtig, wir müssen gehen, um das in die Länge zu schieben. Und so. Ah, da kommt ein Monster. Okay, da müssen wir auch. Müssen wir sogar riechen zum Monster hin? Nein. Also, ich weiß, wie es weitergeht. Und ich habe ungefähr 3 Stunden aufgenommen. Hab da gequasselt wie ein Wasserfall. Und das war es eigentlich. Ah, ich will kein ganzes Buch mitnehmen. Hätte ich kein Skelett zu haben. Auf ins Hauptschiff. Ladebalken. Du siehst so wunderschön aus. Mit deinem schwarzen Hintergrund und deinem schönen Text. Was ist das für eine Schrift? Sie ist so. Boah, unglaublich. Oh. Ja, man kann romantisch zu Ladebildschirm sein, da verschwinden die meistens auch. Ah, wie geht es dir? Ja, lass mich in Ruhe. Ja, also. Das war das Problem. Wir müssen hier irgendwie irgendwas zum Laufen bringen. Oder wie nochmal? Haben wir gleich, Moment. So war man das in Schwaboland. Oder irgendwie so. Aha, da. Moment, das haben. Aha! So, erstmal hier zumachen. Wir wollen doch hier. Entschuldigung, Lampe. So, was ich in der letzten Aufnahme nicht gemacht habe. Was ich auch nicht brauche. Aber wir müssen doch nochmal hoch. Gott, jetzt fängt das Spiel noch an zu laggen. Was ist das denn? Warum sollte das Spiel denn laggen? Hat es wieder etwa... Wahrscheinlich hat sich mein PC gegen mich verschworen. Ich habe ja so einen Unterklasse-PC hier. Ich bin halt nicht auch der, der am meisten Geld hat hier. Weil, Gründe und so. Ich brauche ja auch nicht so viel Geld. Und nein, das soll kein Zeichen sein, dass ich und meine Familie arm sind. Ich bin hier der Einzige, der kein Geld hat. Weil ich einfach nicht mit Geld umgehen kann. Das meine ich damit. Bevor jetzt nochmal diese ganzen Kommentare kommen. Was ist denn das für eine liebliche Musik? Oder habe ich sie mir gerade... Bitte halt mal kurz die Klappe. Also, oder habe ich ja gerade eben noch halluziniert? Das liegt bestimmt an diesem neuen Katzenkissen, das ich gekauft habe. Hier mit diesen, ja, kennt ihr das vielleicht hier, diese Katzen, die Leute, die Katzen besitzen hier? Kennt ihr das vielleicht auch hier, dieses komische Kissen, was so merkwürdig riecht und so? Ich habe vergessen, wie das heißt hier. So, Inventar, da. So, denn das müssen wir hier dran machen, das Stück Fleisch. Und jetzt ins Wasser damit. Hier bitte, SpongeBob. Nein! Was habe ich nur getan? Ich wollte... Da! Pass auf, wo du hintrittst. Oder wie weit du die Vordertaste und die Leertaste drückst. Wie komme ich jetzt hier hin? Habe ich noch mal ein Stück Fleisch? Nein, mein Stück Fleisch ist weg! Nein! Mein armes Stück Fleisch! Dö. Nö. Gott, ich bin ja. Also ich glaube, das muss ich noch ein bisschen üben. Ja, okay, ich hatte hier gerade wieder so ein komischer Schatten wie bei das Malhorst.
Ich weiß gar nicht, bei welchem Teil das war, beim ersten Teil. Es gab ja irgendwie Prolog, erster Teil und zweiter Teil, der nochmal in vier Teile, nee, jetzt in fünf Teile aufgedreht wurde. Ich weiß nicht, will es nur fünf Teile geben? Ich weiß es nicht, also fünf Unterteile vom zweiten Teil. Ich weiß es nicht. Oh, und da ist ja diese wunderschöne Ladebalken mit ihrer schönen Bild und mit ihrer schönen Text-Dingens. Mit ihrer schönen Schrift. Und diese tolle Farbenauswahl von diesem Bild. Aber diese... Da, seht ihr? Beim letzten Mal hat er länger gebraucht. Das nützt voll was. So. Leichte Kopfschmerzen, einige Schnittwunden. Okay, haben wir noch? Ja, ja, wir haben noch genug. Wir können ruhig etwas mehr Lampenöl verschwenden. Aha, da ist eine Zunderbüchse. Und das ist... Wir haben das Bild im Hintergrund gesehen. Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Wie schon gesagt, wir sehen das Bild da hinten. Deswegen auch die Ketten und dieses Gewicht. Was ist denn da schon am Leuchten? Ein Stück einer Kugel. Ja, wir haben's bald. Wenn ihr gerade währenddessen die Augen zugemacht habt, dann konntet ihr euch ungefähr vorstellen, wie das da so war. Oh Gott, ich sollte vielleicht ein bisschen... Punkt, Punkt, Punkt. So, kommst du jetzt wieder zu dir oder ist das nur... Oh nee. Jetzt bist du noch weiter verschwommen. Du sollst ein bisschen im Lampenlicht bleiben. Beruhige dich. So schlimm ist es auch nicht. Hätten wir nicht machen können, aber wieso nicht? Na, scheiß drauf, ich geh jetzt da rein. Zum Glück könntest du... Oh nein. Ich wehe dir, wenn du jetzt bewusstlos wirst. Was sagt... Nein. Was sagt... Da immer noch Punkt, Punkt, Punkt. Ich wehe dir bewusstlos zu werden, Daniel. Mach die Tür auf und geh da rein. So. Ah, Zunderbüchse, du kannst dich nicht von mir verstecken. Oder soll dir etwas gleich passieren wie mit dem da? Oh yeah, Eimer. Du hast Zunderbüchse versteckt. Oh Gott, das Gesicht von ihm. Ich gucke deine Seele und werde dich aufessen in der Nacht. Mir gefällt das eigentlich. Lass das euch. Oh, abgedeckt. Oh Gott, diese Gesichter. Noch ein Stück an der Kugel. Und noch ein bisschen weiter Texte. Der Vergewaltiger hing kopfüber. Seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Unser Lampenmesser ist auch nicht hier gerade. Und das ist die Säge, mit denen das alles ausgeführt wurde. Gut, jetzt nochmal zurück. In das nächste. Da seht ihr, Kinder, Vergewaltigen ist nicht gut. Beziehungsweise, warte mal, war das Kinderschänder oder Vergewaltiger? Ja, das war ein Vergewaltiger. Also, ne? Die meisten von euch erwachsenen Männer hier, ne? Wenn ihr das hier guckt hier. Nur mal so. Just saying. Cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my
my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Yee. Ich glaube, das bedarf keiner Erklärung. Wir haben das Stück der Kugel, wir sollten gehen. Zuerst. Das ist ungefähr so passiert. Genau das gleiche mit dem Stuhl. Er ist unheimlich umgekippt. Der Brandstifter schrie, als er langsam gefehlt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen des Opfer zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode. Es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. Gut, die Kartoffelsäcke haben ja natürlich hier die alten Säcke und so. Hier, die wollten hier das Stück von der Kugel verstecken. Und was hat dieses Rohrsystem eigentlich hier auf sich? Das ist was ganz Fragwürdiges. Oh oh. Nicht, dass wir hier jetzt bewusstlos werden, nur weil hier wieder ein Erdbeben ist. So, hier ist nichts außer eine Snowbüchse. Das da. Stöberne Kreissäge! Ja. Schade, wäre cool, wenn das da stecken bleiben würde. So, da ist nichts. Da ist nichts. Ein Brief. Einen Faden. Eine Schnur. Muss ich. Na, muss ich nicht. Okay, ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Jetzt das nächste. Eins, zwei, drei. So, in diesen 3 Sekunden bin ich mir sicher, dass ihr es lesen konntet. Was ist das? Nein, seriously, was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Wieso ist meine Liebste, die ich so vermisse? Oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie. Ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich. Und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf einem Tablett präsentiert haben wollen. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll es untergehen. Was für eine Geschichte. Danke, Lampenöl. Das war eine sehr traurige Geschichte. Die von Lampenöl wahrscheinlich hing. Aber hey, wir haben 3 Stücke der Kugel. Das ist doch wunderbar. 3 Stücke der Kugel. Und wir sind fast am Ende des Ziels. Wir sind fast am Ziel vom Spiel. Am Ende des Spiels. Ja, tut mir leid. Ich habe aus meiner To-Do-Liste immer noch nicht Deutsch gelernt. Es läuft super. Okay. Ach ja, und ich habe jetzt nicht hier geguckt hier. Deswegen werde ich mal sagen, ich werde hier so eine kleine Pause machen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Amnesia. Tschüss, Leute.